Ich habe vor vielen Jahren schon einmal gehört, dass in diesem Haus Pferde gehalten worden sind und bin den ganzen nachgegangen. Mein Vater hat mir immer erzählt, dass im Grundbuch gleich nach der Frau Horner ein Herr eingetragen war, der Leha hieß. Das heißt, ich habe dann genauer nachgeschaut, habe mit einem jüdischen Journalisten aus Tschechien, der auch Architektur studiert hat, im Internet mich unterhalten und der hat geschrieben, das ist die Emilie Leha gewesen. Es hat nicht nur eine Schwester, sondern auch die Gattin vom Anton oder Anton Baron von Leha geheißen. Und dieser Herr war tatsächlich 1921 beim gescheiterten Putsch in Ungarn, um die Monarchie wieder einzurichten, der Verteidigungsminister von Kaiser Karl. Und die Räumlichkeit ist genutzt worden und hier auf den Fotos erkennt man, das hat meine Schwester gefunden, es sind tatsächlich Pferdehaken in der Wand gewesen. Und die Räumlichkeit drüben, die wir dann noch besuchen werden, die Garage war im Kutschendepot und in der Waschküche ist Heu eingeladen.